Moin moin Freunde des guten Geschmacks, es ist nun soweit, ihr bekommt gar nichts. Nein, natürlich Scherz, es ist die Auslosung. Ja, ich habe heute einen Klon gefrühstückt, wisst ihr Bescheid. Los geht's. Ja, es ist soweit, 1000 Abonnenten sind geknackt, 1031 sind jetzt am Start. Ich habe es mit drei verschiedenen Softwaren ausprobiert, die habe ich gegeneinander gestellt. Bei manchen Sachen musste das halt so sein bei der Comic-Verfilmung, bei der Comic-Verlosung. Ja, so, und das sind nämlich die Gewinner. So, hier habe ich nämlich auf dem Zettel jetzt endlich mal die Auslosung gemacht. Ich weiß, ja, ein bisschen spät dran. 1000 Abonnenten waren halt die Vorgabe gewesen, außer jetzt bei den DVD-Gewinnspiel und Blu-ray-Gewinnspiel. Aber hier stehen jetzt die ganzen Gewinner drauf. Und fangen wir erstmal an mit dem ersten Preis. Das war nämlich die Lootbox gewesen, die hier. Und gewonnen hat Iron Reno 1988. Du hast die Box gewonnen. Dann einmal das Filmpaket, das hier mit dem Fidget Spinner. Hat gewonnen Let's Chill 90. Der hat das gewonnen. Dann die Blu-ray-Kopfhörer von Soundpeats. Die hier. Die hat der liebe Björn Kramer gewonnen. Du wurdest ausgelost. Schick mir deine Nachricht an. Ja, weißt du, ne? Weißt du, hier bei, in den Kommentaren oder an die E-Mail, die nachher genannt wird. Und ein Fitnessarmband. Nämlich das hier, das Run Me. Hat Petra Dietrich gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. So, dann kommen wir zum Comic-Paket. Da gab es natürlich auch dann drei Gewinner. Wie gesagt, ein bisschen komplizierter wegen der Facebook-Gruppe und natürlich YouTube. Aber egal, das haben wir trotzdem hinbekommen. Und da gab es ja halt einmal das Fan-Paket zu gewinnen. Mit Batman Metal und einmal mit den Ant-Man and the Wasp Comic-Book. Also das Heft zum Film. Und das hat aber gewonnen Johnny Dixon und Alex Q. Fittig. Ihr habt die beiden gewonnen. Diese Pakete und immer das Spider-Man-Comic hat Jan gewonnen auf YouTube. Ja, melde dich mal bei mir. Ich weiß schon, wer das wohl ist. Den werde ich auch nochmal, wie gesagt, in den Kommentaren markieren. So, dann kommen wir zum Filmpaket. Wer hat das hier alles gewonnen? Diesen kleinen Stapel hier, sag ich mal, eine Art. Wird ja noch mehr werden wahrscheinlich in den nächsten laufenden Wochen, kommen Monaten, keine Ahnung. Deswegen immer schön abonnieren, ne? So, 12 Strong. Einmal nehme ich die hier, die beiden hier. 12 Strong. Hat gewonnen der Leo und die Blu-ray Manfred Fröse. Dann konntet ihr noch I und Juliet gewinnen. Das haben wir nämlich auf DVD Tuvorian gewonnen. Und einmal Filmfan Oliver 1992. Glückwunsch! Und Molly's Game gab es ja auch nochmal dann zu gewinnen. Ein echt super geiler Film, muss ich mal so sagen. Hat gewonnen auf DVD Nexi und auf Blu-ray hat das der Saarfranke gewonnen. Ja, ich würde sagen, allen Gewinnern Glückwunsch. Ja, ich wünsche auch schon jeden, der gewonnen hat, der muss mir natürlich eine E-Mail schreiben, das komme ich gleich zu. Ich habe natürlich viel Spaß mit den Sachen. Habt Freude daran, sagt das weiter, dass ihr es auf Nerdtaste gewonnen habt. Lasst doch mal auch ein Bild natürlich auf Nerdtaste auf Facebook da oder bei Instagram oder was weiß ich, eine Art. Kann ich ja gerne mal verlinken oder teilen. Aber was müsst ihr natürlich machen? Ihr müsst mir mal eben eine E-Mail schicken mit eurer Adresse zu nerdtaste@gmx.de. Ganz wichtig. Ich werde natürlich mal versuchen, die Leute anzuschreiben in den Kommentaren und auf Facebook auf jeden Fall als private Nachricht. Darf ich nicht mehr so datenschutzmäßig, ist klar, wisst ihr, ist so eine Art, ne? Abo-Special werde ich nochmal machen, das wird noch ein bisschen dauern. Und generell werden nochmal so ein paar Kooperationen nochmal die nächsten Tage hier so kommen und also die nächsten Wochen kommen und so weiter. Ja, und einmal natürlich auch eine große Sache, natürlich Werner das Rennen. Das ist vom 30.08. bis 2.09. Da sind Thomas und ich pressemäßig unterwegs. Ja, seid mal gespannt, was da so kommen wird. Ne? Und ja, ich würde sagen, Leute, lasst ein Abo da, die jetzt hier reingeschaltet haben. Habt ihr leider Pech gehabt. Aber es sind natürlich geile Sachen, die wieder kommen. Auch verlosungsmäßig. Immer mal auf Facebook gucken, Instagram und natürlich auf YouTube. Und ich würde sagen, Leute, ich bin weg und ciao. Bis dann und bis dann und ciao und bam.